da hinten ist das Buch. Und wir können einfach hindurchlaufen. Astronomie, sehr schön. Und da unten ist der Gorn und wehe, wenn nicht. Ah. Der tote Minecrawler ist zumindest noch da. Aber Gorn kann ich nicht sehen. Das gefällt mir nicht. Jetzt können wir mal einen Blick dort in die Nische werfen. Und dort ist genau nichts. Okay. Tja, Gorn, was sagst du dazu? Ich habe bereits schon sämtliche Gardisten hier in der Mine getötet. Denn ja, wir sind ja jetzt quasi durch. Ja, es ist aber nur der eine. Und Gorn und der andere sind einfach verschwunden. Das gefällt mir nicht. Gorn? Hallo? Hat dich der Minecrawler verschluckt? Oh, ich finde diese Höhlen auch wieder richtig toll gemacht. So zugesponnen. Vielleicht sind sie beide in der Wand verschwunden. So wie der Crawler hier halb in der Wand verschwunden ist. Ja, damit entgeht uns eine Crawler-Leiche, aber das ist hoffentlich nicht so schlimm. Ja, ich wollte eigentlich einfach nur die Fackel dort ablegen, aber okay. Nun gut. Dann bleibt eigentlich nur noch mit dem Ork zu reden. Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Ja, Gott sei Dank haben wir die ja schon gefunden. Aber wir fragen uns natürlich trotzdem erstmal noch weiter durch. Auch wenn wir schon wissen, was Gahluk sind. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten? Hier, ich habe deine Medizin gefunden. 2000. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ornantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Jetzt haben wir natürlich den Dialog gnadenlos verkürzt. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schade. Okay, na gut. Aber dann fragen wir uns nach wie vor einfach von oben durch. Erstmal, dass er unsere Sprache spricht.
Ja, er wird es halt so gemacht haben wie Urshak. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Und auch das spricht eigentlich dafür, dass er ein ehemaliger Schamane ist. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak laufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Du mir geholfen, also ich dir helfen. Ja, und jetzt ist es an der Zeit, diese tollen Zutaten dafür zu erfragen. Krotank, Knastak, Dwachka und Ort an Tag. Wir vermuten erstmal das Schlimmste, was es dabei geht. Vielleicht irgendwelche Dämonenhörner oder so. Denn damit würde man für wahr seine Stärke beweisen. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Ja, dann ist das mit dem Dämonenhorn gar nicht so weit hergeholt. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Feuerwarane. Ja, aber wir haben ja schon gesehen, wir können tatsächlich einzelne Feuerwarane auch schon erlegen. Und deswegen, ja, ist es vielleicht gar nicht so unmöglich. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Das dagegen gibt uns schon ein bisschen mehr zu denken. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Ja. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Okay. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Okay. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, wir wollen ja was von dir. Natürlich kommen wir wieder. Ja, da haben sie einfach mal das Stärkste, was sie finden konnten, zusammengenommen. Und daraus sind eben die Zutaten für das Ulumulu. Ja, es ist tatsächlich so, also wahrscheinlich jemand muss sich eben entsprechend als würdig erweisen. Also wahrscheinlich eben als würdig eben als Freund der Orks, dass er sozusagen, dass diese ganzen Sachen entsprechend in der Art der Orks zusammengebaut sind, aber überhaupt erstmal an diese Sachen ranzukommen, da muss man eben beweisen, dass man stark genug ist. Und dann verdient man sich wahrscheinlich den Respekt der anderen Orks. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es so ist. Und also, dass halt solche Sachen den Orks sehr wichtig sind. Die hohe Stärke im Kampf. Vielleicht ist es ja bei denen auch so eine Art Ritual, dass man solche Viecher erledigen muss. Feuerwarane, Schattenläufer, Trolle und Sumpfhaie. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sind eigentlich so die letzten Bestien, um die wir noch einen Bogen gemacht haben. Naja, sieht man davon ab. Also wir haben natürlich auch schon mal einen Troll besiegen können. Allerdings war der abgelenkt von Jägos Schlägen und der andere, der war halt noch sehr klein. Und ja gut, Feuerwarane haben wir inzwischen auch eine Chance. Und ein Schattenläufer. Oh, hast du mich erschreckt, ey. Junge, wo kommst du denn her? Oh, Gott sei Dank, du bist wieder da. Na, was sagst du dazu, dass die Mine jetzt gardistenfrei ist? Hallo. Noch nichts. Auf in den Kampf. Okay.
Ja, wir haben auch schon mal einen Schattenläufer besiegt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das war wesentlich mehr Glück als alles andere. Denn als ich es danach nochmal probiert habe, hat es ja nicht mehr so gut geklappt. Ja, jetzt will den Scorn wieder nicht folgen, aber das ist nicht so schlimm, denn wir müssen ja jetzt eh nach draußen gehen. Oh Mann, das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie viele Gardisten hast du besiegt, Gorn? Wie viele? Ein? Nein, ich glaube, es war noch nicht mal einer. Und danach hast du dich noch um 3 Minecrawler gekümmert. Bei dem einen habe ich dich ja dann vorwegstürmen lassen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es war wirklich ein sehr harter Kampf für dich. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Vergisst du nicht, dass ihr euch treffen wolltet? Also, du und Lester und Milton und Diego. Also halt vielleicht nicht allzu lange die Stellung hier. Ja, okay, bis die Verstärkung kommt, aber naja. Gut. Jetzt ist die Musik natürlich wieder ein bisschen zu laut, aber das ist ja jetzt im Moment nicht so schlimm. Okay, wir haben wieder einen sehr klaren Auftrag vor uns. Aber wir haben dazu auch noch ein paar andere Gebiete in der Kolonie, die noch offen sind. Also ich werde mich jetzt nicht gleich um alles kümmern, was noch übrig ist. Aber vielleicht noch so ein paar zusätzliche Ecken nochmal mir angucken. Und damit ihr wisst, was für Ecken ich meine, mache ich jetzt nochmal dieses Spielchen mit der Karte. Aber dafür muss ich dann jetzt hier aus dem Spiel gehen und ja, ich sag dann mal bis gleich. Ja, da wären wir. Ja, die Karte hat sich ein bisschen verändert, seit ich euch das jetzt hier so das letzte Mal gezeigt habe. Das war ja am Anfang des dritten Kapitels. Da hatte ich hier noch so überall so künstlichen Nebel draufgelegt an die Orte, die wir eben noch nicht besucht hatten. Und zusätzlich war eben das Ork-Gebiet noch zugedeckt. Also es ist ja jetzt hier dazugekommen, seit Orshak uns es eingemalt hat. Also hier mit dem alten Kastell, hier mit dem See, wo ich hier von der Hängebrücke runtergesprungen bin und dem Turm im Wasser. Hier ist Xardas Turm, hier ist eben hier dieser Golemweg gewesen. Und ja, also hier bin ich eben auch noch ein bisschen unterwegs gewesen und hier auf diesen einen Wachturm bin ich mal hochgeklettert. Ja, das ist das Ork-Gebiet. Und jetzt habe ich hier eben noch zusätzlich diese roten Kreuze eingemalt. Ja, die stammen nicht von irgendeinem Magier oder irgendeinem anderen Anführer, der uns irgendwo hinschicken wollte. Die habe ich halt mal selber eingemalt. Das sind so die Orte, die ich bisher immer noch so links liegen gelassen habe, weil da irgendwelche Gegner zu stark waren oder sowas in der Art. Ja, beziehungsweise so Sachen, wo wir halt nochmal hingehen können, wo es nochmal ein bisschen was für uns zu tun gibt. Angefangen beim Goblin des Todes, ganz am Anfang. Ja, der Goblin, den ich nicht geschafft hatte. Ich habe es bisher immer wieder einfach vergessen, beziehungsweise aufgeschoben, den mal noch zu erledigen. Das muss ich halt mal noch machen. Vielleicht am Anfang der nächsten Aufnahme oder so, dass ich mich da nochmal hinbeame. Ja, dann haben wir jetzt hier daneben dieses eine Banditenlager. Also hier hinten war ja die Trollschlucht, wo wir Diego unterstützt haben, beziehungsweise hat Diego uns unterstützt, bei der Suche nach dem Fokusstein. Und ja, da haben wir tatsächlich auch schon einen Troll erledigt. Ja, leider haben wir seine Hauer nicht eingesammelt. Hätten wir mal. Ja, ging halt spieltechnisch nicht.
Jedenfalls gibt es halt hier ein Banditenlager, um das wir uns mal noch kümmern können, irgendwann in der Zukunft. Dann habe ich jetzt hier in den Wäldern eben noch Kreuze gemacht für Schattenläufer, die da eventuell noch sitzen, obwohl ich ja den ehrlich gesagt nie gesehen habe. Glaube ich zumindest. Ich habe immer nur gedacht, dass da einer ist, aber ich habe den nie getroffen. Währenddessen den haben wir gesehen. Dann haben wir hier unten einen Weg zum Strand hinunter, ein Schiffswrack. Dort war ich auch noch nicht. Und hier noch den Turm mit den Skeletten im Keller. Den können wir uns jetzt mal in nächster Zukunft auch mal noch anschauen. Dann haben wir eben hier den Sumpf in der Nähe des Sumpflagers, wo eben die ganzen Sumpfhaie uns erwarten. Die können wir ja jetzt vielleicht einfach mal anfangen, tatsächlich jagen zu gehen. Also das Spiel will das ja jetzt offensichtlich von uns, deswegen sollten wir jetzt auch stark genug sein. Dann eben hier im Ork-Gebiet. Gut, jetzt war hier noch so eine Ork-Kolonne hier und hier nochmal so der eine Feuerwaran. Den einen Feuerwaran, den haben wir auch schon mal erledigt. Das können wir jetzt einfach nochmal wiederholen und diesmal können wir seine Zunge an uns nehmen. Dann waren hier noch zwei Orks im Weg, die ich nicht geschafft habe, zwei Ork-Krieger. Vielleicht läuft das jetzt ja auch besser. Und hier noch ein Schattenläufer. Ja, auch diesen Schattenläufer müssen wir jetzt quasi entsprechend, müssten wir uns jetzt um den kümmern können. Ja, das waren eigentlich schon so im Wesentlichen die Orte. Ansonsten ist auch eigentlich nichts weiter Spannendes noch dazugekommen. Und dann haben wir eigentlich schon die gesamte Kolonie erkundet und quasi die gesamte Karte aufgedeckt. Viel mehr ist es halt nicht mehr. Und ein Zeichen dafür, dass das Spiel auch nicht mehr so lange geht. Ja, auf einige dieser Orte könnt ihr euch das nächste Mal freuen. Sie sind ja jetzt auch, kommen jetzt quasi von der Story her dann auch als nächstes dran. Und ja, ein bisschen was werde ich mir aber eventuell eben noch für später aufheben. Schauen wir einfach mal, was wir dann so schaffen. Ja, und damit beende ich jetzt hier auch die Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.